und herzlich willkommen zurück hier bei Dirt 4 in der Interkontinentalserie mit unserem Ford R5. Wir sind jetzt unterwegs in Schweden bei dem zweiten Event. In Gülterötsjö, 6,07 Kilometer lang, trocken, um 10.10 Uhr starten wir. Es ist festgefahrener Schnee und Schneematsch bei einem Höhenunterschied von 45 Metern. Ich bin mal gespannt, wie sich unser Wagen hier im Schnee verhält, was für eine Zeit die Gegner fahren und welche wir fahren können. Dann können wir eigentlich auch direkt starten, ne? Wir müssen auf einige Stellen in unserem Aufschnitt achten. Also, volle Konzentration. Okay, der Alvarez hat eine 416 gefahren. 5, 4, in Gruppe. Da starten wir mal neu bei 10 Sekunden. Bin ich leider abgerutscht. 5, 4, 3, 2, 1, los, in Gruppe, Sprung. 60, über Wellen, 150, Achtung, Alter, gleich zum Sprung am Anfang, ey. Rechts, 4, lang über Wellen. Kurve links, 4, 60, bremst. Links 6, durchsenke. In rechts, 5, ein bisschen weit. Oh, jetzt verlieren wir hier auf der Geraden die Zeit. In links, 6, rechts 6, 80, überwählen, links 5, lang, links halten, überkuppe, rechts 6, überwählen, 60, links 3, durchsenken, links halten, überkuppe. Wie gewöhnlich bei so langen Dingern im Schnee verlieren wir die Zeit. In links 2 Sekunden. Okay. Links 5, die hole ich ja für gewöhnlich in solchen links halten, überkuppe, links 6, Abteilen wieder, wo es ein bisschen technischer ist. Aber ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. In rechts 1. In rechts 5, in links 6, lang 200, Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts 4, lang überholt. Kuppe links 4, 60, links 6, Kuppe 80, senke, auf geht's hier, rechts 6, links 6, links 4, überwenden, rechts 3, überwenden, in rechts 4, lang, durchsenken. Links 5, überwenden, rechts 4, Kuppe, links 3, dann wie schnell man dann mit denen unterwegs ist, im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen, das ist echt krass. Aber das ist gutes Training für die Rallye-Meisterschaft, die wir, denke ich mal, zwei Folgen angehen werden. Ich glaube, da müssen wir überall fahren einmal. Also in Michigan, in Schweden, in Spanien, in Fitzroy, in Wales. Nicht gut. Links 3, durchsenken. 4 Sekunden Kuppe. Verloren, Alter. Rechts 3, durchsenken. Das ist nicht links gut. 5, 60. Ich hatte einen Vorsprung von 5 mit links, dem lang, Unfall. In rechts 4, 150. Habe ich die Führung, glaube ich, verloren. Achtung, langsam. Kuppe, Sprung. In rechts 4, lang überwählen. Kuppe links 4, 60. Achtung, links 4, überwählen. Rechts 3, durchsenken. Wach zu 2. Verbessert. Was? Wir haben uns sogar verbessert? Wow, das links hätte ich jetzt 4, nicht Kuppe, erwartet. 80. Aber er fährt eh nicht die beste Zeit. Er ist nur Punktebester. Rechts 3, durchsenke, okay. Kuppe. Links 2, lang, überwählen. Rechts 4. Achtung, links halten, überkuppe, Sprung, wow, links 4. Ich bin immer am Ende gespannt, was da 5, bei der Gesamtzeit rauskommt. Links 4, überkuppe, links 4, in rechts 2. Lang, oh Gott, oh Gott. Kuppe, links 3, durchsenke, Kuppe. Müsst halt rechts auf die Zeiten achten, aber oh, da sieht's auch gut durchsenke aus. Oh, ein bisschen hängen geblieben. Rechts 6, links 6, senke 80, Kuppe. Rechts 6, 150, Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts 4, lang überwählen, Kuppe links 4, 60, links 3, durchsenke, links halten, über, oh. Sprung, Baustelle innen. In rechts 4, durchsenken. Wir haben uns bisher gut durchgekämpft hier auf der Ecke. Links 5. Jawohl. Rechts 5. Links halten. Überkuppe. Jetzt links 6. Eine schnellere Ecke. In Kuppe vielleicht Sprung. 60. Wellen. Links 5. Oh, 60. Nicht gut. Oh, nicht die Passanten erwischt. Rechts 5. Wir haben etwas Zeit verloren. Links 3. Durchsenken. 60. Rechts 5. Wellen. 60. Oh Gott. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Auf, oh, Alvarez ist doch
Zweiter, aber 21 Sekunden sind wir vor ihm, das ist doch schön. So mag ich das, in Schweden zu starten. Perfekt, super Ergebnis, jawohl. Gut gemacht. So kann es gerne weitergehen. Zack, 6 Kilometer, 7 Kilometer, 10 Kilometer, 4 Kilometer, okay. Nur die Ruhe bewahren und so weitermachen wie bisher. Jetzt geht's nach Bastnässkog, 6,07 Kilometer. 10 Meter Höhenunterschied, 12 Uhr teils bewölkt. Sind ein paar schnellere Stücken zwischen, nehme ich an. Mal schauen, was wir da so gegen den Alvarez ausrichten können. So. Ja, der ACW kann sich schon mal davon verabschieden. Ich werde hier nie eine saubere Runde schaffen. Keine großen Bedenken vom Marsch. Oder eine saubere Wertungsprüfung, eher gesagt. So, 4 Minuten 13 hat er. 5, 4, 3, 2, 1, los! Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts 4, lang überwählen, Kuppe links 4, 60, links 3, durchsenke, Kuppe, rechts 3, okay. Durchsenke, Kuppe. So, der Anfang ist hier links etwas technischer. Frage ich mich, ob ich mich ein bisschen absetzen kann oder ob er genauso schnell ist wie ich. Links halten, über Kuppe, Sprung, in rechts 4, durchsenke. Etwas mehr bremsen soll. Wir waren also vorne. In links 4. Und dann mache ich gleich so einen blöden Anfängerfehler am Start. Links 4, lang, durchsenken. Das ist schlecht. Blöder Anfängerfehler. Rechts 4, überwenden. Sind trotzdem 2 Sekunden vorne, das hätte mal locker 6 sein können. In rechts 6, durchsenken. Rechts 5, in links 3, durchsenken. 60, rechts 5, wenden. 60. Jetzt müssen wir hier natürlich. In links 5, lang überwenden. Kuppe, wenn, rechts 6, 130, ja. Links 3, 80. Links 5, 60. Ah, hier sind wir gut durch, aber haben Zeit verloren. Mal etwas langsam. Links 5, 60, rechts 3, durchsenke, in links 5. Ja. Links 6, durchsenke, in rechts 5, überwenden. In links 6. Oh, nicht wegschmeißen, nicht wegschmeißen, nicht wegschmeißen. Nicht wegschmeißen. Wow, gerade so gerettet. In links 6. Wir haben also unsere Zeit auf 7 Sekunden Abstand verbessert zum Alvarez, das ist schön. Müssen wir es nur weitermachen, weiterhin auch so machen auf der ganzen Strecke. Da gefühlt waren wir gerade etwas langsam unterwegs. Rechts 4, über Kuppe. Rechts 4, über Kuppe. In links 5, durchsenke und Achtung, rechts 4, rechts 1, über Kuppe, Sprung 80. Oh, hier sind wir wahrscheinlich etwas schneller durch. Nein, keine Strafe, keine Strafe, keine Strafe. Oh, ein Glück, Alter. Rechts 6, in links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenke. Rechts 4, Kuppe, links 3, dann überwenden, in Kuppe, Sprung 60. Da haben wir sicher etwas Zeit verloren. Aber egal. Rechts 4. In links 4. Durchsenke. War besser als noch eine Strafzeit zu kriegen. Da hätten wir mehr Zeit verloren. Immer noch 7 Sekunden. Rechts 6. 7 Sekunden sind immerhin 7 Sekunden. 90 Grad links lang. In links 4. In so, rechts und 5. Weiter geht's hier. Links 4. Überwenden. Rechts 3. Überwenden. Diese Wellenkurven, Alter. Lang. Durchsenken. Links 5, überwenden, rechts 5, überwenden, links 4, lang, durchsenken. In links 3, überwenden. Trotz Überschlag einfach weiter, come on, go, go, go. Rechts 4, überwenden, links 4, in rechts 2, lang, überwenden. Weiter geht's einfach, links 3, durchsenken, Kuppe. Zum Glück sind wir richtig rum und wieder auf den Rädern gelandet. Links 6. Es ist doch Zeitraum, was ich da mache. Wir hätten 15 Sekunden. Links 6. Sondern sicher gleich wieder ordentlich verschlechtert, ey. In rechts 6. Links 5. Ja, 14 verschlechtert nur. Aber ich hätte gerne den Abstand weiter. Für die nächsten Rennen wäre das echt vorteilhaft, den Abstand auszubauen.
Links 5, Überbrücke, Kurve 60. Mittig halten, über großen Sprung 200. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marshall. 17 Sekunden am Rauskauen. Ich hätte am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben können. Alvarez Dritter, aber nur ganz knapp hinter E. Harris. Super Ergebnis, gut gemacht. Ja, war ganz akzeptabel, würde ich sagen. Geht weiter, wir sind weiterhin auf dem ersten Platz, das ist schön. Jetzt haben wir einen Servicebereich und es schneit anscheinend. Ich hoffe, das ist nicht so stand wie der Schnee. Leichter Schnee, 13:15 starten wir, Servicebereich in Olsetta-Sieu-Baclop. 7,83 Kilometer lang, 90 Meter Höhenunterschied haben wir. Dritte Wertungsprüfung im zweiten Event. Sollten wir doch hoffentlich hinkriegen. Es geht anfangs gut bergab. Dann gehen wir über eine Kuppe drüber und dann geht's langsam wieder bergauf. Erstmal natürlich inspizieren und reparieren. Der Kühler ist sicher wieder hin. Radgeometrie wird nicht mehr stimmen. Kühler. Oh, Radgeometrie stimmt, aber der Rest war kurz vor knapp. So. Und dann starten wir auch schon. Toll und alles läuft nach Plan. Sollte also ein gutes Rennen werden. Oh, hoffen wir es. Alvarez hat eine 5,44. Die gilt es natürlich zu schlagen. 4, 3, 2, 1. Los. Links 5, dann Kuppe. In rechts halten. Über Kuppe. 60. Achtung. Links 4, über Kuppe. Rechts 3, durchsenken. Mach zu. 2, Kuppe. So ist das natürlich kein guter Start für die Zeit. Heißt, wir legen Anfang mega hardcore los und dann passiert ein Fehler und dann ist das, was wir rausgefahren haben, direkt wieder weg. Rechts 4, Kuppe, links 3, lang, überwellen, in Kuppe, Sprung, 60, überwellen. Oh Gott. Achtung, links halten, über Kuppe, Sprung, links 4, in rechts 5, durchsenken, in links 4, über Kuppe, 60, links 4, in rechts 2, lang, überwellen, Kuppe, links 3, gerade so, Kuppe. Vorne. So, jetzt konzentrier dich mal und krieg deine Linie wieder hin. Links 6, bau dich im Kuppe, Mist. 80, senke, rechts 6, links 6, rechts 5, überwellen, links 4, lang, durchsenken. In links 3, überwellen. Rechts 4, überwellen. Links 4. Jetzt kommen wir doch langsam wieder rein. So muss das. Kehre rechts. In links 5, 60. Und go, 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 gib ihm, gib ihm. 60. Links 3, durchsenke. Haben uns verbessert. So muss das sein. Links 2, dann überwellen. Rechts 4. Wir müssen für die letzten Rennen natürlich links immer vier, unseren Abstand vergrößern. Oder für Fehler, die passieren lang, können. So wie ich es anfangs jetzt wohl immer links mache. Links drei, oder falls ich meine Ecke doch links etwas langsamer bin als gedacht. Sollte man links das machen. Vier. Weil man kann sich ja leicht mal überschlagen 60, in Schweden. Mittig halten, über oder sowas 80. Machen. Rechts 5, senke. So. Links 5, lang, Kuppe. In rechts halten, über Kuppe, 60. Links 6. Kuppe, oh. 80, senke. Jetzt rechts ist 6. Hier ganz schön links 6. Rechts 6. In links 5, überwellen. In rechts 6, durchsenke. Rechts 6. In links 5, überwellen. In rechts 6, durchsenke. Links 4, in rechts 2, lang, überwellen. Da habe ich natürlich Zeit verloren, drei, genau deswegen meinte ich, dass wir müssen in diesen technischen Ecken hier mehr die Zeit aufbauen, weil bei den Stellen bin ich dann doch etwas vorsichtiger in den Kopf, weil ich ganz oft Unfälle mache. Links 3, durchsenke, Kuppe. Rechts 3, durchsenke, Kuppe. Vielleicht etwas früh gebremst. Links 2, lang, überwellen. Rechts 4. Rechts 4. Oh, hier kommen wir aber links schön vier, durch bisher. Ich Achtung, kann nicht rechts klagen. Drei, durchsenke. Links 6, durchsenke. Jawohl. In rechts 5, überwellen. Da mag ich mal meinen, dass wir in dieser Etappe wieder in Zeit verbessert sechs, haben. Rechts 5, überwellen. Links 4, lang, durchsenke. Auf 27 Sekunden Vorsprung. In links 3, das ist doch schön. Rechts 4, überwellen.
Und der ist trotzdem links Zweiter, durchsenken. Das heißt, wir haben auf allen in einen guten Abstand. Überwenden. In links 6, 150. Achtung, langsam, Kurve, Sprung. In rechts 4, lang überwenden. Kurve links 4, 60. Rechts 6. 90 Grad links. Jawohl. Sauber durchgesprungen, da habe ich leider rechts die Wand ein bisschen berührt. In rechts 5. Rechts 5 hier lang. Links 3, durchsenken, 60. Rechts andere 5, Straße, ein bisschen 60. Andere Verhältnisse, jetzt ist mehr Matsch rechts hier. Rechts 5 in. Links 3, durchsenken, 60. Rechts 5, rennen, 60. Oh, gib das, Junge. Rechts 5 in. Links 3, durchsenken, 60. Rechts 5, rennen, 60. Diese Wellen sind gefährlich, wenn man die harten Turns. Links 5, 60. Rechts 3, durchsenken, in links 5. Links 6, durchsenken, in rechts 5, überwenden. Glück gehabt. Zeit verbessert auf 44 6. Sekunden, Alter. Links 6, durchsenken, in rechts 5. Wir sind immer noch Zweiter. Das ist schön. In links 6. Wir werden wohl etwas rechts Zeit 4. verloren haben, aber wenn in jetzt wieder 4. eine technische Ecke kommt, kann ich das wieder wegmachen. Achtung, rechts 3, durchsenken. Schön, sauber links hier durch. Weißt du, hätte ich die Anfangsfehler nicht gemacht, wäre es glaube ich eine saubere Wertung fast geworden. Das ist auch so ein paar Kleinigkeiten natürlich, die mir jetzt wieder einfallen. Jawohl, 47 Sekunden auf den zweiten geholt. Perfekt. So muss es laufen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Ja. Gut gemacht. Finde ich auch. Autosile. Wahrscheinlich nur Kleinigkeiten. Und jetzt kommt die längste Strecke von allen. Danach kommt wieder eine kurze. Puh. Also jetzt einmal hardcore anstrengen. 95 Meter geht's hoch. Zwischendurch vielleicht ein bisschen mehr. 10,13 Kilometer ins Navers-Russ. Festgefahrener Schnee zum Glück. 15:20 starten wir, also tagsüber immerhin. Mit aber starken Schneefall ist zu rechnen. Sollte aber, denke ich, immer noch gut möglich sein, alles. Haben ja immer einen gewissen Vorsprung rausgefahren. Mit etwas Preisgeld könnten wir uns ein neues Fahrzeug für die nächste ich Meisterschaft weiß, wir holen. Haben uns eigentlich einen guten Vorsprung auf Alvarez gefahren. Also, wir haben es ein bisschen verkackt. Das ist nicht ganz so schlimm, aber habe ich ehrlich gesagt nicht vor. 7 Minuten und das müsste wahrscheinlich 7 Minuten 13, glaube ich. Los. In links aber egal, wir werden ja links die Zeit sehen von Alvarez im Vergleich rechts zu uns. 4, Kuppe, links 3, dann überwenden. In Kuppe, Sprung, 60, überwenden. Rechts 6, in links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenken. Wende, links 5, 60, rechts 3, durchsenken. In links 5. Boah. Rechts halten, Überkurve, mittig halten, Überkurve, gerade durchsenken, 80. Rechts 4, Überkurve. Links 2, macht auf, durchsenken, Kurve senken. Oh, über den Stein rechts hinweg. Halten, Überkurve. Also wenn das nicht nur schnell war insgesamt, rechts 5, überwenden. Dann weiß ich auch nicht. Links 4, dann 5 Sekunden Vorsprung, Alter, den ersten kleinen Ding. In links 3, überwenden. Wow. Rechts 4, überwenden. Links 5. Das ist krass. Oh, da waren wir aber auch. Wir fanden nicht gut unterwegs. In 90 Grad rechts lang. Links 6. Links 6. Also ich konnte sagen, wir sind da schon gut durchgekommen an der schnellen Stelle. In links 6. Vor allem mit dem Hartbremsen einmal quer durch diese Senke durch. War dann so lang. Durch Senke. Macht zu. 2. Kuppe. Steine. Aus. Zwar sind wir danach ein bisschen links 4, Überkuppe, 80. In den links Schnee 4, rein, überrennen. Aber egal, haben uns ja nicht überschlagen. Rechts 3, überrennen. Haben uns dadurch zum Glück auch ein bisschen 4, ausbremsen lassen. Durchsenken. Und daher Vorteil bisher. Links 5, überrennen. Rechts 5, überrennen. Links 4, oh. Lang, durchsenken. In links 3, überrennen. Rechts 4, überrennen. Rechts 6. Wenn wir mal driften, habe ich Angst zu berühren und dann haut es uns um irgendwie. Rechts 4. Weil die Gruppen finde ich viel schlimmer, wo es dann so leicht nach rechts, sondern da links geht. Rechts 3, durchsenken. Wo du es dann nicht sehen kannst. Links 6, überwenden. Zack, weiter geht's hier. Rechts 5, lang, Baustelle aus. 80, überwenden. Links 6. Rechts 6, links 6, in rechts.
Okay, das haben wir sehr schön gemacht. Links 5, lang über Berg. Kurve wenden, rechts 6, 60, rechts 5, über Berg. Links 4, lang, durchsenken. In links 3, über Berg. Ja, das haben wir doch sehr schnell genommen. Links 3, durchsenken. Weil wir nicht sehr viel Zeit verloren haben, denke ich. Gegenüber dem Alvarez. Links 2, lang, über Berg. Rechts 4. So. Achtung, in links halten. Haben wir vielleicht ein bisschen Zeit liegen lassen rechts in der Ecke. Sind auch bisher 20 Sekunden vorne. Das ist gut. Also mit dem Wagen läuft es in Schweden definitiv besser als in Australien. Da hatten wir wesentlich mehr Schwierigkeiten. Vielleicht lag es auch daran, erstmal warm zu werden mit dem Fahrzeug. Oder es lag überhaupt dann in Australien. Und das werden wir ja bei der Rallye-Meisterschaft dann mal irgendwann sehen. Aber vor allem müssen wir hier erstmal das Schweden-Projekt zu Ende bringen. Diese lange Strecke und danach eine kurze. Und dann sind wir endlich mal wieder in Michigan, USA unterwegs. Das freut mich auch. Oh, oh, da habe ich ihn leicht weggeschmissen. Ja, komme ich von der Wand. Wir haben ein bisschen Zeit verloren auf der schnellen Ecke, aber egal. So. Jawoll. Rechts 4, in links 4, durchsenke, Baumstämme aus. Ja, Baumstämme aus. Achtung, rechts 3, durchsenke, runter. Mittig halten, über großen Sprung. Ein bisschen weit gesprungen. Kurve 60. Rechts 6, in links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenke. Oh, hier lasst man Zeit liegen. Rechts 6, in links 5, überwenden. Lieber etwas Zeit liegen lassen als Unfälle bauen. Rechts 6, links 6, senke 80, gucke. Rechts 6, 90 Grad links lang. Jawohl. In links 4. Alles klar. Ah, es ist auch halbwegs gut rum. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. Ah, die Ecke kennen wir ja so ein bisschen. 4, lang, durchsenkt. Links 5, überwenden. Rechts 6. Oh. In links 5, überwenden. Nee, nee. In rechts ich finde, wir sind mit dem Fahrzeug langsam echt warm geworden. Ich bin gut durch. In rechts 4, lang überwenden. Kuppe links 4, 60. Achtung, links 4, überkuppe. Rechts 3, durchsenken. Jawohl. Zum 2, kuppe, Stein, außen. Links 4, überkuppe, 80. Rechts 4, kuppe, links 3, lang überwenden. So. Kuppe, Sprung. 60 überwenden. Ah, wir werden langsam echt warm mit dem Fahrzeug. Links 3, durchsenke, Kuppe. Rechts 3, durchsenke, Kuppe. Und Schweden links ist etwas gnädiger zu uns diesmal, muss ich sagen. Rechts 4. Also wir hatten schon wesentlich mehr Pech gehabt. Links 4, durchsenke, Baumstämme außen. Und das liegt langsam an dem Fahrzeug, weil sich das so schön kontrollieren lässt. Links 3, durchsenke, 60. Wenn wir dadurch nicht so viele Fehler machen. 60. Irgendwo muss ja auch bei mir vielleicht eine Verbesserung sein. In rechts 5, überwenden. Ich wusste, dass das kommt. So nach links oder nach rechts geht, deswegen habe ich mich eher rollen lassen. Links 3, durchsenke. Jawohl. Bisher ist alles grün, das heißt, wir haben uns immer weiter vom Alvarez seiner Zeit entfernt. Das ist sehr gut. Rechts 6, links 6. Rechts 4. In offene Kehre links. Offene Kehre links. In rechts 5. Oh, sind wir auch schön rumgekommen. 60. Rechts 4. Überkuppe. In links 5. Durchsenke. Und Achtung. Rechts 4. Rechts halten. Überkuppe. Sprung. 150. Bis Ziel. Okay. Fahr zum Marsch. 54. 219. Wir haben fast eine Minute auf Alvarez rausgeholt und er war Zweitplatzierter. Wow. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja, also die Zeit war echt top. Puh, jetzt geht's nochmal nach Edzwalla, wenn ich richtig gelesen habe. Zur letzten Strecke und zu einer sehr kurzen Strecke zum Glück. Edzwalla ist 4,45 Kilometer, kein Höhenunterschied von Start zu Ziel angeblich. Letzte Wertungsprüfung, wir haben nochmal einen Servicebereich. Wir starten um 17.25 Uhr bei einem Schneesturm. Ach du Heiland. Das könnte die Sicht krass einschränken.
Also Fahrzeug reparieren. Erstmal alles inspizieren und gucken, was alles kaputt ist. Von den langen Fahrten. Der Motor, das Getriebe, die Kupplung. Aber alles noch unter 30 Minuten. Kein Problem. Aber kostet 5000, ey. So, Wertungsprüfung starten. Beim Schneesturm. Ich habe mir ein paar Stellen notiert, auf die wir besonders achten müssen. Hat eine 318 gefahren. Okay. 5, 4, kann ja 3, interessant werden jetzt. 2, 1, los. Achtung, langsam. Kupplung, Sprung. In rechts 4, dann übernehmen. Achtung, langsam. 4, 60, links 6, durchsenke. In rechts 5, übernehmen. In links 6. Rechts 6. In links 5. Überwellen. In rechts 6. Durchsenke. Links 6. Durchsenke. In rechts 5. Überwellen. In links 6. Rechts 5. Überwellen. Links 4. Lang. Durchsenken. In links 3. Überwellen. Rechts 4. Überwellen. Links 4. In rechts 2. Lang. Überwellen. Links 3. Wo war es? 500stel hinter ihm. Das ist ja so gut wie nichts, ey. Das war ein Gasstoß wahrscheinlich. Kuppe Sprung in rechts 4, lang überhellen. Kuppe links 4, 60. Rechts 6. Jawohl. 90 Grad links lang. In links 4. Auf geht's hier. Rechts 4. Ah, in links 4. Durch den Schneesturm haben wir schön viel Neuschnee an den Ecken. Achtung, rechts 3, durchsenken. Ich finde, der Schneesturm stört jetzt nicht so krass wie heftiger Regenschauer. Der war wesentlich schlimmer. Rechts 6. In links 5. Ja, 8 Sekunden haben wir schon rausgefahren. Wow. Hätte echt keine Chance geben. Links 4. Lang. Durchsenken. Ich mag Schweden, das ist halt technisch sehr fordernd, dass du auch nicht zu weit rechts, nicht zu weit links bist, eine gute Linie fährst. Das mag ich echt. Nachteil ist, wenn du den Rand verlierst, dann bist du echt hinüber. Links 5, überwenden. Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5. Und die schnellen Passagen können sehr gefährlich werden. Achtung, links halten. Über Kuppe, Sprung. Links 4, in rechts 5. Durchsenke, in links 4. Über Kuppe, 150. Achtung, langsam. Kuppe, Sprung. In rechts 4, lang überwenden. Kuppe links 4, 60. Rechts 5, überwenden. Links 4, okay. Durchsenken. Das haben wir gut genommen. In links 3, überwenden. Ja. Rechts 4, überwenden. Links 4, in rechts 2, lang so. Überwenden. Kuppe, links 3, durchsenken. Kuppe. Rechts 3, durchsenken. Rechts 4, über Kuppe. In links 5. Jawohl, 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 das läuft, das läuft, das läuft. Wir sind gleich schon am Ende, ey. Oh, komm, sag ich's, mach mir eine Drehung. Direkt vom Ziel. Trotzdem Zeit verbessert, 24 Sekunden auf Alvarez Gutierrez ist auf dem dritten. Jetzt fahren wir als Sieger ins Ziel hier. Wir schaffen es sogar unter 30 Minuten mal eine Folge. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, wird vielleicht noch knappe 30 Minuten, aber egal. Wir sind auf dem ersten. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Einen Sponsorenziel natürlich nicht erreicht. Wenn ich was verbessern kann, kommentiert es ruhig, sagt es mir, damit ich damit Bescheid weiß. Wir haben 96.000 Quinn gemacht. Und den Ruf haben wir immer noch nicht verbessert auf 45. Also, damit ihr immer auf dem neuesten Stand auch bleibt, abonniert mich ruhig. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein.